Ja. Hat vielleicht der Quacksalber einen Kugelfisch für uns? Wollen wir mal mit dem reden? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder? Leider habe ich keine Gratisproben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Ich nehme das mit den Wucherpreisen. Leider auch, wenn dieser oder auf... Tja. Kugelfisch. Mit dem Feuerreden bringt nichts, oder? Hallo, Karl. Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Tja, aber wir haben keinen Kugelfisch. Wo kriegen wir einen Kugelfisch her? Tja. Finden wir jetzt hier. Salon. Jetzt hier den Kaffee trinken. Dann sind wir wieder zurück in der Bar. Das bringt uns nichts, wenn wir keinen Kugelfisch haben. Ah, verdammt. Wo kriege ich einen Kugelfisch her? Hier ist ein Flunderautomat, da kriegen wir theoretisch Flundern raus. Kugelfisch. Ja, jetzt den Kopf gerade eben ins Regal geglitscht. So. Ich hätte gerne einen Betäubungsgift-Sunny-Cup. Ja, da fehlt uns noch das eine Sammeldose. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Tja, vielleicht. Nachdem ihr der Verband... Können wir das Lilly irgendwie... konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Vielleicht. Sehr gut. Haben jetzt Geld. Jetzt haben wir Geld. Jetzt können wir damit den Flunderautomat betreiben. Und dann krieg ich da jetzt einen Kugelfisch. Das ist eine Flunder. Ah, ich habe da so eine Idee. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch und niemand war da, um ihn zu loben. Ich bring den Poki um. Dedelic. Kugelfisch. Natürlich. Flunderautomat, eine Flunder rausholen mit Geld und alles. Ja, ist klar. Kugel, Flunder aufgeblasen. Kugelfisch. Nee. Okay, ich hätte gerne einen Betäubungsgift-Sunny-Cup. Möchtest du vielleicht einen trinken? Oh. Aber wir haben Geld. Vielleicht können wir das... Ah, okay. Auf die Augen legen. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Sehr gut. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Und jetzt können wir uns wieder in die Welt zurück. Sehr gut. Dann haben wir das Geld. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass ich war aber noch gar nicht richtig draußen. Es gibt zwei einen, oder? So. Na komm. Zurück mit uns. So, jetzt haben wir den Geist vom Barmann hier. Wird hoffentlich das Geld mitgebracht. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist.
Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Ja. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Wollte ich gerade. Sehr gut, jetzt haben wir Geld. Jetzt können wir pokern gehen. Pokerrunde. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Ich mach meinen Einsatz. Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt kommt es schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Das wollte ich wissen. Erzähl mir mehr. Lilly hatte alles verloren. Das Geld, die Eltern. Zigarre. Immerhin eine Zigarre. Können wir die vielleicht jetzt dem Kollegen hier anbieten, damit er uns sagt, wo seine Mine ist. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Na sicher. So, wem könnten wir sonst noch eine Zigarre anzünden? Und selbst mit Feuer. Was? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Nein. Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Okay. Gut, Westerdorf. Vielleicht. Vielleicht will der Geier irgendwie der Prärie. Vielleicht braucht der Geier irgendwie eine Zigarette. Zigarre für den Geier. Was ist das? Oder? Ich rieche da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putzt ihr. Wir brauchen irgendwoher Feuer. Dann können wir uns ja auch Rauchzeichen machen. Oh, oder so. BRB. Was? ALP? Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ui. Tutorial. Sind wir noch ein Tutorial oder was? Oh, noch ein Tutorial-Polizisten. Helft dem Schamanen zum Indianerfriedhof zu gelangen. Ja, ist klar. Ich kann das Rätsel skippen. Dem Schamanen. Müssen wir helfen, zum Indianerfriedhof zu kommen, also hier rüber. Jetzt geht er rein. Jetzt geht er raus. Jetzt geht er rein. Ach, jetzt kommt er da unten. Okay. Ach du Schande. Das kann ja was werden. Ach du Schreck. Wo ist er jetzt? Da drüben ist er. Nach oben. Ach, jetzt kommt er da raus. Eine schöne Wurst. Dann mal nach unten mit dir. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Da kommt er jetzt da raus. Das ist jetzt wieder am Anfang. Meine Güte, das ist verwirrend.
rein. Dann kommt er da raus. Heißt, wenn er jetzt da reingeht, kommt er da wieder raus. So, runter mit dir. Rein mit dir. Dann kommst du da raus. Tja. Ja, hier hinten sind wir eigentlich schon richtig, oder? Tja. Nach oben. Hier rein. Sackgasse. Was? Sehr gut. Tank. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Wir haben ihn rübergebracht. Freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Errungenschaft freigeschaltet, Pfadfinder. Sehr gut, na dann. Rüber zum... Erstmal zum Westerndorf und dann hier Indianerfriedhof. Der Schamane. Der lässt sich aber gut gehen. Junkfood. Haben ihm sein Junkfood weggenommen. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. So ist das immer. Mom, kurz AFK. Geh mal, Schamane. Autovervollständigung, meinten Sie... Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mit einem... Ich würde es gerne wissen. Oh Gott. Mit einem Apache. Autovervollständigung meinten sie... Roffel, das sind mein Roter. Jetzt willst du... Mit einem... Apache. Gott, ist das schlecht. Können wir irgendwie... Mom. Re. Tja. Hallo, Kleine. Vielleicht hier. Immer noch tot? Denk das nächste Mal mit ohne Kleine. Tja. Wir können was Junkfood ins Feld werfen. Ja, ich spiele nicht mit dem Feuer. Ist gut. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Nein, nein, niemals. Ja? Das hat die... Du sollst... Gut, also nicht. Was tun wir jetzt mit dem Junkfood? Können wir das dem Ochsen zum Essen geben? Dem Reittier, meine ich hier, dem... Von dem Minenbesitzer. Kann der das gebrauchen? Junkfood, Cashcow. Hey, lass Dolly in Ruhe. Solange du dich ganz still Dolly? Verhältst, kannst du sie gerne aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Mhm. Ja, vielleicht. Hau die nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Ja. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Miene nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Das ist blöd. Im Salon. Da können wir auch nichts mehr erreichen. Pokertisch, Pokerhunde. Gib's auf, hässliches Mädchen. Du hast all dein Geld bereits verspielt. Mehr Glück beim nächsten Mal. Kikeriki. Tja. Mit dem Schaman müssten wir jetzt eigentlich reden, aber der will mit uns nicht reden. Mal mit ihm über Junkfood reden. Das könnte klappen. Das kannst du gerne behalten. Die Kojoten waren bereits dran. Jetzt kann man damit nur noch die Geier füttern.